Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von maxwireless.de. Ich bin Max und ich möchte euch heute den neuen Mobile Wi-Fi Router von Huawei vorstellen, den E5786. Die Besonderheit, ihr seht es direkt auf der Verpackung hier, 300 Megabit im Download. Das ist bisher einzigartig in Deutschland. Wir haben hier LTE Advanced Kategorie 6 und das wird bei Vodafone und bei der Deutschen Telekom verfügbar sein, noch in diesem Jahr. Mit entsprechenden Tarifen natürlich. Ja, so sieht das Gerät aus, beziehungsweise so sieht die Verpackung aus. Auf der Verpackung sehen wir an der Seite noch die technischen Daten. Gehe ich mal ein bisschen näher ran, weil die sind wirklich sehr gut. Wir haben hier, wie gesagt, LTE Kategorie 6 mit bis zu 300 Megabit, mit Carrier Aggregation und so weiter. Damit die Geschwindigkeit auch auf dem PC ankommt, haben wir hier Wi-Fi AC, also den neuesten WLAN-Standard mit 2,4 GHz und 5 GHz. Wir haben ein 1,45 Zoll Display, wie man das schon von anderen Huawei Mobile Hotspots gewohnt ist. Wir haben bis zu 10 Geräte, die wir gleichzeitig mit Wi-Fi versorgen können, also mit WLAN. Wir können andere mobile Geräte laden mit dem Akku. Der Akku ist 3000 mAh stark und kann maximal 10 Stunden im LTE-Netz halten. Ja, wir haben USB 3.0-Anschluss außerdem noch. Also man kann es auch mit USB verbinden mit dem Rechner und dann surfen. Und es besteht die Möglichkeit, das Ganze über eine App zu steuern. Das Ganze hier auch nochmal beschrieben. Und ja, so sieht dann der mobile Hotspot aus. Auf der Front mit einer spiegelnden Oberfläche, die auch sehr viele Fingerabdrücke annimmt. Und hier die Power-Taste. Wir sehen, ich bin im Netz eingebucht. Wir haben hier das Telekom-Logo bzw. den Telekom-Schriftzug. Wir haben die SSID angezeigt, also den WLAN-Namen. Wir haben das Passwort und wir sehen die Verbindungszeit sowie die genutzten Daten. Also in diesem Fall 517 KB bisher verbraucht. Außerdem sieht man oben den Akkustand inklusive Prozentanzeige. Wir haben die verbundenen Wi-Fi-Nutzer und wir haben den Netzstandard inklusive Netzanzeige, wie stark das Netz ist. Das wird also alles hier angezeigt. Wir haben auch eine Menüfunktion, in der wir hier oben auf die Menütaste drücken. Und dann gibt es diverse Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel jetzt über die Menütaste hier runterschalten und über die Power-Taste schalten. Wir können zum Beispiel einen QR-Code anzeigen lassen, was sehr interessant ist, um mit dem Smartphone direkt die App runterladen zu wollen. Wenn wir zum Beispiel hier ein Android-Smartphone diesen QR-Code scannen, dann werden wir direkt auf die Play-Store-Seite zu der App geleitet, was wirklich sehr interessant ist und sehr nützlich ist vor allen Dingen. So, zurück geht's, indem man hier auf OK drückt, zurück, und dann sind wir wieder auf der Startseite. Schauen wir uns mal die Anschlüsse an. Da haben wir hier den Micro-USB-Anschluss, der nicht nur zum Aufladen, wie gesagt, gedacht ist, mit dem mitgelieferten USB-Kabel, USB 3.0-Kabel, sondern auch zum Laden von anderen Geräten, indem man sich so ein Adapterkabel kauft, wo man dann eben andere Geräte mit aufladen kann. Was befindet sich unter der Klappe hier? Das ist recht einfach erklärt. Das sind zwei Anschlüsse, TS9, glaube ich, für externe LTE-Antennen. Also wir können hier eine externe LTE-Antenne anschließen, mit der wir dann den Empfang verstärken können. Schön unter einer Klappe verborgen, die wenigsten werden es brauchen, aber es ist sehr schön, dass es dabei ist, weil einige werden es dann vermutlich doch brauchen. Auf der Oberseite nur noch die Menütaste und ihr fragt euch sicherlich, ja, kann man den Akku rausnehmen und wo kommt die SIM-Karte rein? Hier sehen wir schon so eine kleine Verkerbung, da geht man dann rein mit dem Finger. Ja, und hier oben sieht man auch direkt den Schacht für die SIM-Karte, das ist diesmal eine Micro-SIM-Karte, die hier reinkommt, und wir haben einen Schacht für eine Micro-SD-Karte bis 32 GB, soweit ich weiß. Wir können also den Speicher hier noch erweitern. Auf der unteren Seite wieder nichts. Die Anschlüsse kennen wir ja bereits. So, die Rückseite kann man also abnehmen, aber den Akku, der ist nicht wechselbar. Also dieser 3000 mAh starke Akku, der hält zwar sehr lange, aber auswechseln kann man ihn leider nicht. Ansonsten haben wir auf der Rückseite auch nochmal hier die Sachen für das Webinterface. Wie können wir uns da einloggen, wenn wir mit dem Browser das konfigurieren wollen und nicht mit einer App? Und wir haben auch überall diese QR-Codes, das heißt, es ist wirklich sehr einfach gestaltet. Ja, so viel zum, andersrum geht's zu, so rum, so viel zum Huawei E5786. Und ja, wenn ihr Fragen habt, dann ab in die Kommentare. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Vielen Dank.